Hallo und willkommen zum Thema Nikotin, Nikotinabhängigkeit, Rauchen. Wir werden uns auch die Nikotinersatzpräparate anschauen. Rauchen bedeutet für viele cool sein, schlank sein, erwachsen sein, Freiheit und Abenteuer. Der optimale Pegel pendelt sich oft bei 15 bis 20 Zigaretten pro Tag ein. Es kommt zur Gewöhnung, zur Anpassung der Nikotinrezeptoren. Eine Zigarette enthält ca. 10 bis 12 Milligramm Nikotin. Davon werden beim Rauchen meist 1 bis 2 Milligramm aufgenommen. Schockbilder haben die alten Emissionswerte abgelöst. Es ging um Teer, um Nikotin, um Kohlenmonoxid. Nikotin wirkt wie Acetylcholin an den nikotinischen Acetylcholinrezeptoren. Das heißt, Nikotin wirkt an allen vegetativen Ganglien. Am Sympathikus und am Parasympathikus. Folge: Durch den Sympathikus stiller Stress. Das Ganze hilft dem Raucher auch, morgens in die Gänge zu kommen. Durch den Parasympathikus wird die Magen-Darm-Aktivität gesteigert. Es kommt zum Durchfall. Der Raucher kann morgens auf die Toilette gehen. Dazu kommen aber Wirkungen an den Endplatten der quergestreiften Muskulatur. Folgen beim starken Raucher: Wadenkrämpfe, Muskelkater. Es gibt einen Test auf Nikotinabhängigkeit, den Fagerström-Test. Nikotin hat ein hohes Suchtpotenzial. Eine Abstinenz ohne medikamentöse Unterstützung wird in den seltensten Fällen gelingen. Hier eine Quelle für den Fagerström-Test. Zu den Wirkungen des Nikotins. Tabak kann zugeführt werden über Rauchen, also beziehungsweise dann das Nikotin aus dem Tabak. Über Rauchen. Das Nikotin erreicht dann sehr schnell das Gehirn. Es kann geschnupft werden, insbesondere in Bayern, oder es kann gekaut werden. In niedriger Dosis haben wir eine ganglienerregende Wirkung auf den Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus, wir hatten es schon erwähnt, der stille Stress, erhöhter Blutdruck, beschleunigter Herzschlag, Tremor. Durch den Parasympathikus vermehrte Produktion der Magensäfte, erhöhter Magen-Darm-Tonus, entsprechend dann laxierend Durchfall. Es kann aber auch zur Übelkeit kommen. In hoher Dosis eine Blockade in den Ganglien. Folge: Blutdruckabfall, Magen-Darm-Atonie. In sehr hohen Dosen können Krämpfe auftreten. Es kann zum Atemstillstand kommen durch ZNS-Lähmung. Es kann zum Herzstillstand kommen. Tödlich für einen Erwachsenen sind etwa 500 Milligramm. Zu den zentralen Effekten. Diese tragen zur Sucht bei. Nikotin ist zentral stimulierend über Noradrenalin. Die Aufmerksamkeit wird gesteigert. Außerdem wirkt die Substanz antidepressiv. Über Dopamin wird das Belohnungssystem aktiviert und das Ganze stark. Das heißt, Nikotin rauchen kann zu einer starken Abhängigkeit führen. Nikotin baut Glykogen ab, setzt Fettsäuren frei und steigert über den Sympathikus den Grundumsatz. Außerdem sinkt das Hungergefühl. Folge: Bei Rauchstopp nimmt man oft an Gewicht zu. Das können 3 bis 4 Kilogramm bzw. 5% sein. Zu den möglichen Schäden durch Rauchen. Das ist auch beim Passivrauchen wichtig. 3/4 des Rauchs ist im Nebenstrom. Das heißt, wir haben im kalten Rauch eine relativ hohe Schadstoffkonzentration. Und wir haben fast 5000 Schadstoffe im Tabakrauch. Etwa 60 bis 70 davon sind krebserzeugend. Schwere Schäden sind nach ca. 20 bis 30 Jahren zu erwarten. Relativ rasch stellen sich Probleme im Magen-Darm-Kanal ein. Das kann ein Ulkus sein, ein Magen- oder ein Duodenalgeschwür. Es kann zum Säurereflux kommen. Die Finger und die Zähne färben sich gelb, Parodontose wird gefördert. Diabetes wird gefördert, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden gefördert. Nikotin selbst erzeugt kardiovaskuläre Schäden.
Es kommt zu Arteriosklerose, Cholesterin steigt. Es treten Durchblutungsstörungen auf. Diese werden gesteigert durch Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid blockiert den Sauerstofftransport. Und beim starken Raucher sind bis zu 10% des Hämoglobins so blockiert. Folgen: die koronare Herzkrankheit, Hypertonie, es kann zum Schlaganfall, zum Herzinfarkt kommen. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, das Raucherbein, führt zur Amputation. Kritisch: Kombination mit der Pille, das Thromboserisiko steigt, insbesondere wenn die Frau älter wird, also ab 30, 35. Eine Zigarette täglich erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jede Zigarette schädigt das Endothel. Durch die kanzerogenen Inhaltsstoffe, die im Teer sitzen, es entstehen Benzopyrene, es entstehen Nitrosamine, steigt das Risiko von Krebserkrankungen. Bronchialkarzinom, Magenkarzinom, Mundhöhlenkarzinom, Kehlkopfkarzinom, Krebserkrankungen der Harnblase. Die Teere sind auch im Urin in den Harnwegen zu finden. Bei 8 Zigaretten täglich verzehnfacht sich das Bronchialkrebsrisiko. Das heißt, das Risiko für die Krebserkrankungen steigt fast linear mit der Anzahl der Zigaretten. Im Gegensatz zum KHK-Risiko. Hier hatten wir schon gesagt, schon eine Zigarette am Tag erhöht das Risiko. Es entstehen Aldehyde und Ammoniak, also Reizgase. Diese führen zur Reizung der Atemwege. Das führt zur chronischen Raucherbronchitis. Die Schadstoffaufnahme ist beim Rauchen von Wasserpfeifen stark erhöht. Es entwickelt sich nach und nach die chronische Bronchitis, dann die COPD und dann kommt es zum Lungenemphysem. Rauchen erhöht die Infektanfälligkeit, also schwächt das Abwehrsystem. Rauchen erhöht den oxidativen Stress, beschleunigt Alterungsprozesse. Rauchen kann impotent machen, auch durch Durchblutungsstörungen. Also Folge beispielsweise, die Haut altert schneller, wird fahl. Problematisch: Rauchen in der Schwangerschaft. Es ist eine verzögerte Entwicklung festzustellen, ein reduziertes Geburtsgewicht. Wir haben eine höhere Frühgeburtsrate. Nach der Geburt steigt das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Jede einzelne Zigarette schädigt den Fetus. Und nur ein Viertel der Raucherinnen hört mit dem Rauchen auf. Bedenklich. Es wird oft als Maß für die gerauchten Zigaretten das Packungsjahr verwendet. Das ist ein Maß für den Teerexpositionswert und dient zur Abschätzung des Risikos für COPD, das Lungenemphysem und Bronchialkarzinome. Berechnet wird das Ganze aus der Anzahl der insgesamt konsumierten Zigaretten, und zwar die Zahl der pro Tag gerauchten Packungen, beispielsweise 20 Stück, wird mit der Zahl der 20 Stück Zigaretten pro Packung, Entschuldigung, wird mit der Zahl der Raucherjahre multipliziert. Beispiel: 2 Packungen pro Tag über 5 Jahre, heißt, wir haben 10 Packungsjahre. Es sollten möglichst Zigaretten mit Filter geraucht werden und auch diese dann nur zu 2/3 rauchen. Das heißt, das restliche Drittel wirkt als zusätzlicher Filter. Manche Firmen alkalisieren den Tabak. Folge: die Base Nikotin. Nikotin ist eine stickstoffhaltige basische Verbindung, wird besser resorbiert. Der Zigarrenrauch ist alkalisch, die Resorption erfolgt schon im Mund. Folge: beim Zigarrenrauchen muss nicht so tief inhaliert werden. Kurz zum Secondhand und Thirdhand Smoking. Also Rauchen aus zweiter Hand, das ist das Passivrauchen. Problematisch insbesondere bei Kindern in der Familie, wenn die Erwachsenen rauchen. Es steigt das Risiko des plötzlichen Kindstods nach der Geburt. Es ist vermehrt festzustellen, dass es Allergien, Asthmaerkrankungen, Infektionen der Atemwege gibt. Das Rauchen aus dritter Hand, hier geht es um die indirekte Aufnahme von Schadstoffen.
wie an der Kleidung, in den Haaren, an den Händen, an Textilien, an den Tapeten beispielsweise sitzen oder auch im Auto haften. Schon kleinste Mengen an Tabakrauch können schädlich sein, vor allem für Kinder. Wir hatten schon erwähnt, die Nikotinabhängigkeit, das Rauchen, ist eine Angewohnheit mit hohem Abhängigkeitspotenzial. Man versucht, Nikotin zuzuführen von außen, also die Nikotinsubstitutionstherapie, NET. Wenn Nikotin fehlt beim Raucher, kommt es zum Entzug. Es kommt zu Ängsten, zu Gereiztheit, zu Nervosität, zu Konzentrationsstörungen, zu Schlafstörungen, zu Depressionen, zu Appetit- und Gewichtszunahme, zur Obstipation. Die maximalen Entzugssymptome etwa nach einer Woche. Nikotinersatz, die schädigenden Effekte des Rauchens fallen weg. Nicht die Nikotineffekte, sondern die Effekte der Rauchbestandteile. Die Entzugserscheinungen sollen gemindert werden. Ein sanfter Ausstieg wird ermöglicht durch langsame Reduktion der Dosis. Hier ein paar Eckpunkte. Es sollten nicht mehr als 64 Milligramm Nikotin pro Tag zugeführt werden. In der Regel nicht mehr als 4 Milligramm pro Stunde. Die ganze Raucherentwöhnung dauert im Allgemeinen 3 Monate, maximal 6 Monate, also länger sollte sie nicht dauern. Der Therapieerfolg kann gemessen werden durch Messung des Kohlenmonoxidgehalts in der Atemluft. Also nochmal, die Nikotinsubstitution soll die Entzugssymptomatik lindern und dann ermöglichen, dass die Nikotinmenge langsam reduziert wird. Es ist festzuhalten, jede Reduktion, auch noch so klein mag sie sein, also jede Reduktion des Tabakkonsums stellt eine Verbesserung dar. Für die Apotheke gilt kein Einsatz in der Selbstmedikation bei Minderjährigen, bei kardiovaskulären Erkrankungen, bei Hyperthyreose, bei Diabetes, bei Leber- oder Niereninsuffizienz, bei schon vorhandenen Geschwüren, Magen-Darm oder Zwölffingerdarm. Diabetes hatten wir schon. Kein Einsatz in der Schwangerschaft, das heißt hier immer an den Arzt verweisen. Es bleibt festzuhalten, Nikotinersatz ist auf jeden Fall besser als Weiterrauchen, aber die Schwangere sollte überhaupt nicht rauchen. Wichtig beim Stillen, ein Abstand von 2 Stunden zum Nikotinpräparat. Das heißt, wir bekommen ein Problem, wenn wir Pflaster einsetzen. Diese wirken ja über 16 oder sogar 24 Stunden. Wichtig ist, die psychische Abhängigkeit mit zu berücksichtigen. Diese entsteht durch Konditionierung. Das Rauchen wird verbunden mit bestimmten Orten, mit bestimmten Situationen, damit auch mit sozialen Abhängigkeiten, mit Gewohnheiten, mit Ritualen. Beispielsweise wer 20 Zigaretten pro Tag raucht, führt im Jahr ca. 75.000 Mal die Hand zum Mund. Deshalb wichtig eine Verhaltenstherapie, Situationen vermeiden, die kritisch sind. Ein Tagebuch führen, wann und wo wird wie viel geraucht. Rituale ersetzen. Wichtig Selbstbelohnung bei Durchhalten. Sich dann ein gutes Buch gönnen, essen gehen, ins Kino gehen, eine Reise unternehmen von dem gesparten Geld. Wichtig das Umfeld informieren und um Hilfe bitten. Sportliche Aktivität. Und das 3x AAAA, also abwarten, aufschieben, beispielsweise 10-mal tief durchatmen, dann ausweichen, die Raucherzone meiden und ablenken, telefonieren, viel Wasser, langsam trinken, Spaziergang oder Hausputz. Es gilt, eine ist keine, das stimmt eben nicht. Ein Irrtum, jede Zigarette kann zu einer neuen Abhängigkeit führen. Wichtig für die Beratung in der Apotheke, stellen Sie die positiven Effekte heraus und nicht nur nicht die negativen. Also Vorteile beispielsweise, die finanziellen Einsparungen,
20 Zigaretten pro Tag heißt in 10 Jahren etwa ein Kleinwagen. Die Haut sieht besser aus, man riecht besser, man bekommt besser Luft, man ist fitter. Die Zähne werden wieder weißer. Und ganz wichtig, eine Entwöhnung ist zu jeder Zeit von Nutzen. Hier ist aufgelistet, wie sich im Laufe der Zeit, abhängig von der letzten Zigarette, die einzelnen Werte verändern, verbessern. Der Blutdruck, der Kohlenmonoxidgehalt, das Herzinfarktrisiko sinkt, die Lungenkapazität wird wieder besser. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Risiko wird verkleinert. Ebenso das Risiko für Lungenkrebserkrankungen, für den Schlaganfall, für den Herzinfarkt. Aber ganz wichtig, schon vorhandene Schädigungen im Bereich der Atemwege sind kaum reversibel. Das gilt insbesondere dann für die COPD. Schauen wir uns die einzelnen Nikotin-Darreichungsformen und Dosierungen an. Wichtig zur Entscheidung, welche Darreichungsform und welche Dosierung wird genutzt, ist A, wie stark raucht der Raucher und B, welches Rauchverhalten hat der Raucher. Es wird unterschieden bis zu 10 Zigaretten pro Tag, das ist ein gering bis mittelstarker Raucher. Unter 10 ist die Wirkung der medikamentösen Unterstützung nicht ganz sicher. Dann kommt der mittelstarke, starke Raucher bis zu 30 Zigaretten pro Tag und der sehr starke Raucher über 30 pro Tag. Eine Zigarette enthält, wir hatten es schon gesagt, etwa 10 bis 12 Milligramm Nikotin. Davon werden 1 bis 2 Milligramm beim Rauchen resorbiert. Zu Beginn wird also die Anzahl der Zigaretten umgerechnet in Nikotin. Dann wird die Dosis, also dann wird die Zigarettenmenge ersetzt durch die Nikotinpräparate und dann wird die Dosis langsam reduziert. Hier steht jetzt alle 2 bis 4, das kann aber auch alle 6 bis 8 Wochen sein. Das heißt, man versucht kontrolliert auszuschleichen. Präparate, beispielsweise Nikotinell oder Nicorette. Ganz wichtig, wenn Kinder im Haushalt sind, sind alle nikotinhaltigen Arzneimittel sicher aufzubewahren und zu entsorgen. Starten wir mit dem Kaugummi. Das Kaugummi ist eher etwas für Gelegenheitsraucher, für den leichten bis mittelstarken Raucher. Anwendung beispielsweise dann im Flugzeug, wenn Rauchverbot besteht. Maximale Plasmaspiegel haben wir nach etwa 20 bis 30 Minuten. Es gibt Kaugummis mit 2 und Kaugummis mit 4 Milligramm. Das dann noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Kaugummis sind langsam zu kauen, über 30 Minuten mit Pausen. Beim leichten Brennen, wenn das Ganze pfeffrig wird, wird das Kaugummi in der Backentasche geparkt. Und dann wird das ganze Kauen wiederholt. Das Ganze, wie gesagt, etwa 30 Minuten, damit das Nikotin nicht zu schnell freigesetzt wird. Zu den Nebenwirkungen, insbesondere lokal, Brennen im Mund, im Halsbereich, Sodbrennen. Wichtig, Überdosierung kann durch zu schnelles Kauen entstehen. Beispiel, der sehr starke Raucher startet mit 4 Milligramm Kaugummis. Ein Kaugummi pro Stunde, maximal 16 am Tag. Nochmal als Erinnerung, es sollten oder dürfen nicht mehr als 64 Milligramm pro Tag sein. Meist reichen aber weniger. Dann wird reduziert nach etwa 4 Wochen auf das 2 Milligramm Kaugummi und dann wird die Anzahl der Kaugummis reduziert. Ein schwächerer Raucher kann oft gleich mit 2 Milligramm Kaugummis starten. Ähnlich wie Kaugummis wirken Lutschtabletten und die Mikrotabs. Diese setzen das Nikotin über einen Zeitraum von 20 bis 30 Minuten frei. Also die Lutschtablette wird gelutscht, bitte nicht geschluckt und bitte nicht zerkaut. Mikrotab, eine winzige Tablette, die unter die Zunge gelegt wird. Nun zu den Pflastern, den transdermalen therapeutischen Systemen. Diese sind geeignet für regelmäßige, starke oder mittelstarke Raucher. Der Gelegenheitsraucher braucht kein Pflaster.
Die TTS wirken lang und gleichmäßig. Wir haben eine kontinuierliche Freisetzung des Nikotins. Es dauert aber relativ lange, bis wir maximale Plasmaspiegel haben, 8 Stunden. Nikotinmenge reduzieren heißt hier kleineres Pflaster. Es gibt Pflaster mit 25 bzw. 21 Milligramm. Dann wird ein Pflaster mit 15 bzw. 14 Milligramm aufgeklebt. Am Schluss dann ein Pflaster mit 10 bzw. 7 Milligramm. Die Pflaster werden in der Regel morgens aufgeklebt, Oberarm, Oberkörper, Hüfte. Wichtig, die Stelle regelmäßig wechseln. Nach Berührung der Pflaster Hände waschen. Wichtig, die Entsorgung, Pflaster zusammenkleben und so entsorgen, dass keine Kinder drankommen. Nach Abnahme des Pflasters ist noch relativ viel Nikotin im Pflaster drin. Wenn die Kinder dann die Pflaster finden und kleben sie auf die Haut, kann es zu Nikotinvergiftungen kommen. Zu den Nebenwirkungen. Wir haben hier insbesondere im Hautbereich lokale Reaktionen. Habe Vorsicht durch Hitze in der Sauna beim Ausdauersportler kann die Freisetzung erhöht sein. Durch ein Wärmekissen beispielsweise auch. Es gibt Pflaster für 16 Stunden und Pflaster für 24 Stunden. Beides wird in der Werbung begründet. Pflaster für 16 Stunden, hier ist zu finden, wer raucht denn schon nachts? Problem eventuell morgens, das Verlangen nach der Zigarette ist größer. Pflaster für 24 Stunden, in der Werbung, durch den Abfall des Spiegels, durch Nikotinentzug nachts, kommt es zu Schlafstörungen. Außerdem soll dann die Sucht nach der frühen Morgenzigarette reduziert sein. Die nächsten Darreichungsformen. Der Inhaler sieht aus wie eine Zigarettenspitze. Es wird eine Patrone eingesetzt, die für 7 Anwendungen, also 7 Zigaretten reicht. Es sollten maximal 6 Patronen pro Tag benutzt werden. Die Patrone sollte nach dem Öffnen innerhalb von 12 Stunden verbraucht werden. Nicht unter 15 Grad verwenden und möglichst nicht über 30 Grad. Also unter 15 Grad wird weniger Nikotin frei, ab 30 Grad verdampft das Nikotin schneller. Da bei jedem Zug am Inhaler weniger Nikotin aufgenommen wird als beim Rauchen, wird hier doppelt so oft und mit längeren Zügen inhaliert. Die Anwendung sollte 20 Minuten dauern. Nikotinreduktion heißt hier weniger Züge und weniger Patronen. Auch hier in den gebrauchten Patronen ist noch relativ viel Nikotin enthalten. Das heißt, Sie dürfen keine Kinderzugriff haben. Und die Nebenwirkungen sind insbesondere in den Atemwegen zu finden. Also es kann hier zu Husten, zu Irritationen im Mund- und im Halsbereich kommen. Es gibt ein Mundspray in der Werbung, die Akuthilfe mit schneller Wirkung gegen das akute Rauchverlangen. Die meisten Raucher benötigen 1 oder 2 Sprühstöße alle 30 bis 60 Minuten. Hier maximal auch wieder die 64 Milligramm pro Tag, also maximal 64 Sprühstöße und maximal 4 pro Stunde. Es wird nicht inhaliert, nicht eingeatmet beim Sprühen, die Anwendung erfolgt in der Mundhöhle. Grundsätzlich, das Nikotin wird über die Mundschleimhaut resorbiert. Einige Sekunden deshalb auch nicht schlucken. Es gibt in Deutschland kein Nasenspray, das könnte importiert werden. Falls es ein Nasenspray gäbe, wäre das verschreibungspflichtig. Der Grund, wir haben hier einen schnellen, einen heftigen Wirkungseintritt. Das heißt, die Suchtgefahr ist sehr, sehr groß. Wir haben also schnell maximale Plasmaspiegel. Grundsätzlich gilt, Entwöhnung möglichst unter ärztlicher Kontrolle zusammen mit psychotherapeutischen Maßnahmen, also einer Verhaltenstherapie. Das hatten wir eben schon besprochen. Also die Orte meiden, wo geraucht wird.
Zwei Punkte. Der Idealfall ist aber oft nicht umzusetzen. Punkt 1, möglichst nur eine Form der Nikotinzufuhr. Das heißt, den Kaugummi nicht mit anderen Nikotinpräparaten kombinieren. Vor einer Kombination von Präparaten oder der Kombination mit dem Rauchen möglichst Rücksprache mit dem Arzt nehmen. Sehr starke Raucher brauchen jedoch meist eine Kombitherapie. Hier werden verschiedene Darreichungsformen miteinander kombiniert und in der Summe gilt maximal 64 Milligramm Nikotin pro Tag. So wird beispielsweise dann das Pflaster kombiniert mit dem Spray oder den Lutschtabletten oder dem Kaugummi oder dem Inhaler. Der zweite Punkt, möglichst nicht neben der Nikotin-Pflastertherapie rauchen. Am besten das Rauchen sofort aufgeben. Viele Raucher schaffen das aber nicht. Das heißt, der sofortige Rauchstopp, die Schlusspunktmethode, die Silvestermethode, ist für viele Raucher nicht geeignet. In dem Fall wird dann die Reduktionsmethode eingesetzt. Erst weniger rauchen, dann ganz aufhören. Beispiel: In den ersten 6 Wochen sollte der Raucher den Zigarettenkonsum reduzieren auf die Hälfte. Die andere Hälfte wird durch Kaugummis ersetzt. Dann wird die Zigarettenmenge kontinuierlich weiter verringert, bis der Raucher ganz aufhört zu rauchen. Auch hier wieder der Rest ersetzt durch Kaugummis. Und dann wird die Anzahl der Kaugummis reduziert, bis der Raucher hoffentlich ganz ohne Nikotinersatzprodukte auskommt. Schauen wir uns am Schluss noch den Einfluss auf Wechselwirkungen an. Und zwar den Einfluss, den entweder der Einsatz von Nikotinersatz hat oder den Einfluss, den der Rauchstopp hat. Beim Rauchen kommt es zur Zyp-Induktion durch die Teerprodukte. Und zwar die Induktion von Zyp1A2. Falls der Raucher jetzt aufhört zu rauchen oder setzt Nikotinpräparate ein, fallen die Teerprodukte weg. Das heißt, die Zyp-Induktion fällt weg. Das hat Folgen für die Dosisanpassung von Zyp1A2 abhängigen Arzneistoffen. Beispiel: Der Raucher bekommt Theophyllin. Durch die Zyp-Induktion wird Theophyllin schneller abgebaut. Das heißt, die Dosis wird zunächst einmal erhöht. Jetzt hört der Raucher auf zu rauchen. Die Zyp-Induktion fällt weg. Folge: Theophyllin ist zu hoch dosiert. Die Dosis muss reduziert werden. Dasselbe gilt auch für Kaffein. Kaffee. Theophyllin und Koffein im Kaffee haben ähnliche Strukturen. Weiterhin im Auge behalten. Die Wirkung auf die Beta-Rezeptoren, die Beta-Sympathomimetika bzw. die Beta-Blocker. Wir hatten eben erwähnt, durch Nikotin kommt es zur Erhöhung des Noradrenalins. Wenn der Raucher jetzt aufhört zu rauchen, kommt es zur Abnahme der zirkulierenden Katecholamine, das heißt, es wird weniger Noradrenalin frei. Folge: Bei einem Beta-Sympathomimetikum muss die Dosis erhöht werden. Wir haben hier weniger Beta-Wirkung von unserem Noradrenalin. Umgekehrt, bei einem Beta-Blocker muss die Dosis oft erniedrigt werden. Letzte Therapie des Diabetes mellitus. Wichtig, den Zuckerspiegel häufiger kontrollieren. Denn auch der Sympathikus, das Noradrenalin, hat ja einen Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Das war der erste Teil. Nikotin, Nikotinabhängigkeit, Rauchen, Nikotinersatzpräparate. In einem zweiten Teil werden wir uns vor allem die Antiraucherpillen genauer anschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.